Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T-City Magazins. T-City ist ausgezeichnet worden im Projekt Land der Ideen, eine von 365 Ideen, die dieses Jahr einen Preis erhält. Und wofür hat T-City diesen Preis bekommen? Für den Einsatz hochmoderner Wasserstoff-Cargo-Bikes. Auf so einem sitze ich hier gerade und das werde ich jetzt mal für Sie testen. Angetrieben durch einen Elektromotor mit einer Leistung von 250 Watt. Durch die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle entsteht keine Emission. Bis zu 150 Kilogramm können zugeladen werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 25 km/h bei einer Reichweite von rund 250 Kilometern. Einfallsreichtum, Innovation und visionäres Denken werden mit dem bundesweiten Wettbewerb 365 Orte im Land der Ideen aus der Initiative Deutschland Land der Ideen honoriert. 365 Orte im Land der Ideen ist eine Initiative, die findet jeden Tag statt. Vom 1. Januar bis 31. Dezember, ob Feiertag, wie auch immer, an Ostern, an Weihnachten, an Silvester. Aber ich kann das alleine leider nicht mehr bewältigen. Wir sind 4 bis 5 Kollegen und teilen uns das etwas regional auf. Im Mittelpunkt stehen Orte, an denen zukunftsorientierte Ideen und Projekte entworfen, gefördert und umgesetzt werden. Die Deutsche Telekom überzeugte die Jury mit ihren umweltfreundlichen Cargo-Bikes, die im Stadtverkehr, aber auch auf der Messe Friedrichshafen für den technischen Service zum Einsatz kommen. Der benötigte Wasserstoff ist ein reines Abfallprodukt und wird in Form einer Flasche in das Gerät eingebaut. Die Deutsche Telekom übergab Ferdinand Tempel und Stefan Söchtig vom T-City-Projekt 10 Cargo-Bikes. Die Zukünftler sowie einige Dienststellen werden das Lastenrad bis November 2010 testen. Die Cargo-Bikes zeigen einmal mehr, dass Friedrichshafen die Stadt der Zukunft ist. Solch ein Wasserstoff-Cargo-Bike zu fahren ist eine am Anfang etwas ungewohnte Erfahrung, aber macht großartigen Spaß, ein Fahrrad, mit dem man Gas geben kann. Diese Wasserstoff-Cargo-Bikes werden bis November in der T-City Friedrichshafen getestet und Sie werden sie sicher das ein oder andere Mal im Stadtgebiet sehen. Bei Interesse fragen Sie einfach im T-City-Projektbüro in der Karlstraße 13 nach. Das war das T-City-Magazin. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen. Bis dahin.